Willkommen zurück zum Teil 2 eines virtuellen Wirtestammtisch, der schon langsam Fahrt aufnimmt. Unsere Stammtischler beginnen zu interagieren und zu Gast ist heute die Mareike Hasenbeck. Sie ist Bierbloggerin, freie Journalistin und schon wieder da. Und lassen wir es gleich mal mit rein, hereinspaziert. Alle, die wieder mit dabei sind. Hello again. Willkommen zurück. Vielen Dank. Darauf ein Bier. Unbedingt. Zuerst hat mir einer gefragt, wie es schmeckt. Ja, ich meine, die meisten Leute können sich nichts darunter vorstellen, dass man Bier reifen lassen kann. Jetzt ist es natürlich nicht der Bierstil, der 100% optimal ist für Reifung, muss man auch ganz deutlich sagen. Aber es ist jetzt das Bier, es ist weder irgendwo schlecht, aber es ist auch immer sozusagen ein Höhepunkt in irgendeiner Art. Aber es ist immer wieder interessant, auch gereifte Biere einmal zu verkosten. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal öfters gemacht hat. Die Bierresel war zum Beispiel bei mir, ich habe so eine Online-Bierverkostung gemacht mit einem 6 oder 7 Jahre alten Stout und das sind dann Bierstile, die durch die Reifung durchaus gewinnen. Also, und ich glaube, sie hat dann auch gesagt, dass das ihr Höhepunkt war in dieser Verkostung. Das waren 6 verschiedene Biere, glaube ich. Und da war Samichlaus, Tonkabohne dabei und so. Aber also Biere können durch Reifung auch gewinnen, so wie Wein. Das ist eigentlich das, was ich sagen möchte. Was war das älteste Bier, das du getrunken hast? Also da ich ja auch gerade den Master of Bier mache, Ja. habe ich vor Corona noch ein Seminar besucht, da ging es um Bieralterung. Ja. Das hat der Michi Eder gemacht und es war echt super spannend. Nee, Quatsch, der Michi Eder hat die Trappistenbiere gemacht. Das Sorry. hätte mich auch interessiert, das Trappistenbier-Seminar. Ja, das war auch echt ziemlich cool, muss ich sagen. Es hat echt Spaß gemacht. Ich habe ja alle Trappistenbiere bei mir im Keller. Also ich glaube nicht, dass es ein Trappistenbier gibt, das ich nicht habe. Echt? Habt ihr ein Notias gehabt und ein Monte Cat? Ja. Hatten wir auch. Naja, dann war ich schon fast alles da. Und dann gibt es natürlich die ganzen Holzfass-Ausprägungen von La Trappe zum Beispiel, Quadruple, Oak Aged. Da gibt es ja, ich glaube, bei Batch, was weiß ich, knapp bei 40 sind die mittlerweile. Und, und. Also ich habe relativ viel. Servus, Verstehst du? Warte mal, lass mich mal Martin, anschauen, was du hier. Gratulation zum Bier-Sommelier. Aha. Ich Genau, arbeite Servus gerade. Martin. Du musst zwischen zwei Kommentaren warten und dann funktioniert es, ohne das Programm zu verlassen. Nee, das hat aber auch nicht funktioniert. Ja, hier Westfleterin 12, darauf wollte ich auch gerade zurückkommen. Das war nämlich mega interessant bei dem Bierreifungsseminar, wo ich mitgemacht habe. Da haben wir auch verschiedene Westfleterin 12 probiert aus verschiedenen Jahrgängen, also Ja, verschieden lang gereift. ja. Und witzigerweise hat im gesamten oder fast im gesamten Kurs das Frische am besten geschmeckt. Das Frische hat aber nur den Zucker drinnen, den schmeckst direkt den Zucker nur, den für die Flaschengärung reingeben, das schmeckt mir nicht. Fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Also ich muss sagen, das hat mir auch tatsächlich am besten geschmeckt, hätte ich nicht gedacht, weil normalerweise dachte ich auch immer, das kann man ewig lang reifen lassen, liegen lassen. Also kann man auch, es wird ja nicht schlecht. Nein, nein, aber ich bin der Meinung, dass sogar das 8er besser ist wie das 12er. Die Bierresel fragt, wo machst du den Master of Beer? Da gibt es jetzt nicht irgendwo einen Ort, wo man den Master of Beer macht, sondern man muss verschiedene Seminare besuchen, 12 an der Zahl, um einmal zur Master, also zur Zwischenprüfung und dann zur Masterthesis zu kommen. Dann braucht man 4 weitere Seminare und dann kann man Abschlussprüfung, Masterthesis, glaube ich, abgeben und dann ist man Ja. Absolvent des Institute of Masters of Beer. Und du bist sozusagen Kandidat. Oder? So heißt der. Ja, genau. Genau. Trinke jetzt ein Brew Edge Alpha Tier. Sehr gut. Sehr gut. Wie Prost. viel führen da noch Kurse oder Seminare? Ich habe erst drei. Es wurden jetzt schon zwei abgesagt wegen Corona. Okay. Ja, Das ärgert mich ein drei bisschen. hätte ich sogar auch schon. Also, aber für mich kommt das irgendwo gar nicht. Also, ich habe da nicht so die. Der Hanso, Servus Hanso, Prost, ja. Servus. Und so ist der. Ja, ich bin halt immer der Meinung, man lernt nie aus. Und ich meine, es ist zwar schon Na, sehr natürlich, völlig kostenintensiv. recht. Sehr Kostenintensives Jahr. kostenintensiv. Und aber wer weiß, für was es irgendwann mal gut ist. Ja, das ist sowieso Grundvoraussetzung, DBS für Institute of Masters of Beer. Ja.
Aber weil wir das Thema Lieblingsbier hatten, vielleicht können ja die Zuschauer mal schreiben, was sind denn so eure Lieblingsbiere? Aber das ist doch so wenig Zucker drin für die Reifung. Das sind 4 Gramm. Was ist denn mit der Wiesen? Was Wenn sagt es die Mareike, Wiesen wenn heute gibt. keine Wiesen ist? Ja, ist schon schade, aber verständlich. Glaube ich auch, aber das wird hektolitermäßig den Biermarkt drucken. Ja, mit Sicherheit. Auf jeden Fall. 7 Keine Millionen Ahnung. was sind 70.000 Hektar. Es wurde ja mal gemunkelt, dass es eine Münchner Wiesen gibt, aber das glaube ich jetzt nicht, dass das so sein wird. Wenn, wäre es auch blöd, weil ich nämlich woanders geboren bin. Also wenn man dann wirklich am Eingang irgendwie seinen Ausweis zeigen müsste, dann steht bei mir eben nicht München, dann dürfte ich wahrscheinlich auch nicht rein. Also für die Münchner gibt es Wiesen. Nein, mit Sicherheit nicht, aber das wurde mal gemunkelt. Schneider Tab 7 Forever, das ist praktisch das Original. Das ist das dunkle Weißbier, also nach österreichischer Vorstellung ist schon dunkel, aber es ist halt in Deutschland noch Hells. Backbone Splitter von Hans Graf, das finde ich auch ein cooles Bier, muss ich Ja. gestehen. Mein Lieblingsbier ist immer das, was ich gerade im Glas habe. Wiesen gibt es eh aber kein Oktober. Okay. Mike, hast du schon wieder degustiert? Etwas mehr. Also, ja, wenn die nächsten Face-to-Face-DBS-Kurse gibt. Ich glaube, DBS gibt es, glaube ich, immer Face-to-Face. Ich weiß nicht, ob DBS so im Internet geht. Nichts kann mich aufgrund der tiefen Aromendichte mehr begeistern als Barleywein. Doch. Lieblingsbier, gutes Bier. Hedy Topper von Alchemist, ein Hype-Bier, das dem Hype gerecht wird. Zum Thema Barleywein. Für mich ist ganz schlimm, ist das Hawaii Toast oder Pizza Hawaii. Das ist mir egal. Habt ihr euch mit Roquefort oder mit was oder mit. Beides nicht. Die Ananas kommt in Obstsalat oder in Joghurt und sonst Richtig. nehme Für mich auch bitte ohne Ananas. ich. Truly Republic Rip und von Rigeli Noctus. Jawohl. Auch gut, ja. Frau Gruber und Sam Death. Frau Gruber. Wo war ich? Wegen am Barleywein. Also, holzfassgereifte Biere, das muss nicht immer nur Barleywein sein, zum Beispiel die Quadruple von La Trappe, die wir zuerst auch schon gehabt haben, in einem Cuvée aus verschiedenen Holzfässern. Das ist unglaublich, was du da für Aromadichte hast. Du hast das Gefühl bei jedem Schluck und alle 10 Minuten, dass du wieder was anderes entdeckst. Also das ist wirklich unglaublich. Also wer auf solche Dinge steht, der ist da gut aufgehoben. Warum ist seit Jahren das Craft-Bier so gefragt? St. Bernardus ab 12, Valaisanne. Das ist auch ein Thema, über das wir diskutieren können. Ist St. Bernardus ab 12 dasselbe wie Westfälerin 12? Nein, ist es nicht. Das ist ja sicher in dem Seminar Kummer. Ja, es ist auch gekommen. Ich weiß es zwar nicht mehr genau gerade, aber es ist auf jeden Fall nicht dasselbe. Es ist derselbe Braumeister, dieselbe Hefe und ich sage jetzt mal, Es was ist ist aber denn? nicht dasselbe Bier. Wir haben es auch parallel verkostet. Es schmeckt überhaupt nicht gleich. Wenn man die Geschichte ein bisschen verfolgt, dann liegt es daran, weil in der Sixtusabtei in Westflederen durfte man eine Zeit lang nicht braut werden. Jetzt hat man die Brauerei nach St. Bernardus verlegt, also wo St. Bernardus produziert wird. Und da ist bis in die 70er, 80er Jahre das Westfledern braut worden und ist dann wieder zurückgekommen nach Westfledern. Und darum ist diese Mär noch immer relativ, die hält sich hartnäckig, dass das ein und dasselbe Bier ist. Und es schmeckt aber auch tatsächlich sehr ähnlich. Also, wenn es das nicht nebeneinander verkostet, Ja, gut. ich habe einmal ein Bernardus verkostet und dann habe ich mir gedacht, ich kenne den Geschmack. Und dann ist mir eingeschossen, das hat eigentlich ein bisschen geschmeckt wie das Westfälerin. Und erst dann habe ich recherchiert, also ich habe das vorher gar nicht gewusst. Und dann bin ich draufgekommen, dass da irgendwie Zusammenhang da sein sollte. Was haltet ihr vom Braufaktum? Ich habe nichts dagegen. Ich finde die Biere gut und ich kenne auch die Jungs und ich finde die Einstellung von denen gut. Und dass jetzt Radeberger im Hintergrund ist, davon kann man halten, was Ich man wollte will, gerade aber ich sagen, finde. Dr. Oetker, der halt unter seiner Marke andere Biere vermarktet, kann man auch ein Stück weit sagen, oder? Ja.
Die haben ja von den Italienern auch Biere gekauft und dann irgendwie umbenannt, oder nicht? Oder sehe ich das irgendwie falsch? Oder tue ich da jetzt Unrecht? Also soweit ich das weiß, haben wir der Marc Rauschmann, der hat ja Braufaktum quasi gegründet, der hat davor bei Radeberger gearbeitet und dann hieß es, sie wollen eine eigene Marke machen und die entwickeln ihre Biere tatsächlich komplett selbst und eigentlich hat jetzt der Radeberger nicht wirklich was, außer vielleicht die Vertriebswege oder so mit zu Okay. tun, soweit ich das weiß. Okay. Und ich finde, dass die das Braufaktum saubere Biere macht und die auch Geschmack haben, sind vielleicht auch eher Einsteiger-Craft-Biere. Aber ich trinke die gerne, also spricht jetzt nichts, also für mich spricht nichts dagegen, die zu trinken oder zu kaufen. Früher war das Chimay Bleu, das ist aber nicht Blue, sondern Bleu. Gut. Ist noch wie vorher. Und ist ein Bier mit einem hohen Reifungsgrad, also Potenzial. Karl, ich muss weg, ich melde mich morgen bei dir. Ja, Mike, servus, danke. Dann haben Sie das Rezept geändert. Ich glaube, da geht es jetzt nur immer um Westfälerin und Ding, denke ich, oder? Und St. Bernardus, nehme ich an. Nee, oder das Chimay Bleu. Achso, bei Chimay Bleu, dass Sie es geändert haben, das Rezept. Ja, das könnte auch sein. Das ist möglich. Aber das mit dem Rezept ändern ist ja auch immer so ein Thema. Der ganz große Konzern hat ja auch zum Beispiel die Brauerei Postels in Bugenhut übernommen, die was Quark, DUs und Triple Karmelit machen. Und die war dann bei dem Brewers of Europe Forum 2018 und da haben sie das Triple Karmelit vom Foss gehabt. Dann sage ich zu dem, ich weiß nicht, das schmeckt nicht wie ein Triple Karmelit. Liegt das an dem, weil es vom Foss ist? Oder nein, haben sie gesagt, das hat der große Konzern übernommen. Und dann ist es halt immer so, da wird dann in allen Dingen gespart. Chimay, ja, das haben wir schon, haben sie schon doch, danke. Und dann schmeckt es halt nicht mehr so, wie es war. Ich habe aber nur Original Triple Karmelit Koriandersuppe im Keller. Drei Flaschen Ich da. muss jetzt dann auch mal unbedingt zu dir kommen, wenn der ganze Wahnsinn hier vorbei ist. Ja, Ich habe mir ja also. auch eingetragen, dass du im Juni ein Fest machst, aber das wird wahrscheinlich nicht stattfinden, oder? Ich habe jetzt die Absagen noch nicht versendet, aber es wäre sogar am 18. April. Also vergangenen Samstag wäre die Brauereibesichtigung gewesen zu 60 Jahre Wirtshaus. Die haben auch nicht gemacht, aber wir haben schon Bier einbraut zu 60 Jahre Wirtshaus. Ein Spezialbier, also ein österreichisches Spezial. Also, gibt es da ein Pardon in Deutschland? Ich glaube, das ist bei euch Export oder so in der Nähe. In dieser Art ist das ein Bierstil. Also Spezial in dem Sinne ist mir jetzt nicht bekannt, außer die Spezialbrauerei. Naja, nein, aber bei uns gibt es ein Bierstil Spezialbier. Also das hat jetzt nichts mit irgendwie Craftbier oder so, sondern das heißt tatsächlich Spezialbier. Meisterbräu. Der Martin rockt sie auch. Ich liege am Weg, wenn es zu mir gibst. Ja, ich nehme dich dann einfach mit. Genau. Also Aber wie wenn es zurückkommt, musst du dann selber schauen. es. Ja, genau. Also. Es wäre eh gut, wenn einmal ein paar Bier so mit den Kolleginnen und Kollegen vorbeikommen. Ich habe so viele Einzelflaschen bei mir im Keller. Also unglaublich. Und Raritäten und Spezialitäten und was weiß ich. Also, aber auch viele Dinge, die ich allein gar nicht aufmachen will, weil ein Biertrinker ist für mich aber irgendwie fad. Und vielleicht kennt das jeder ein oder andere auch. Das ist, wenn man es jetzt irgendwie, wie soll ich das jetzt vorsichtig sagen, wenn der das Verständnis nicht hat für Bier. Mitkonsumieren lässt, der sagt dann gleich, das geht für mich gar nicht, das ist ja überhaupt kein Bier und so. Das ist dann die Perle vor die Ja. Säue werfen. Und von daher sagt alle gerne mal einladen, dass es natürlich vorbeikommt. Ja, sag Also Bescheid. Du hast wir auch gesagt, ihr habt auch Zimmer, oder? natürlich, wir haben ein Hotel. Genau. Aber jetzt müssen wir mal schauen, ob dieser kleine Grenzverkehr noch funktioniert in der nächsten. Sind auch Biertrinker eingeladen? Degustierer, Gerald, nicht die Hektolitertrinker. Das ist eher was für die feine Zunge. Ich glaube, ich muss auch bei euch nach Corona-Zeit nach Österreich kommen. Es könnte auch während der Corona-Zeit nach Österreich kommen, weil wenn es auf noch Corona wartet, dann wird es nur sehr lange dauern. Im Sommer steht Schering am Plan, da werde ich vorbeischauen. Oder nur Master. Ich komme auch gerne nochmal. Jawohl, Stefan. Der Stefan und ich haben das älteste Bier getrunken, das ich in letzter Zeit konsumiert habe. Das war aus den 80er Jahren. Der älteste Ja, Sand ich ist aus habe noch den. ein Bier im Kühlschrank, das müsste ungefähr 40 Jahre alt sein.
Aber ich habe es noch nicht aufgemacht. Es liegt jetzt schon auch seit, glaube ich, 2 Jahren in meinem Kühlschrank. Das habe ich mal geschenkt bekommen. Und was ist für eins? Was hast du für ein Bierstil oder so? Wie heißt denn das? Glaube, es ist ein EQ. Achso, EQ28, Kulmbacher Ja, Kombinat. genau. Genau, wenn ich mich jetzt nicht irre. Der ist sicher interessant. 80er, welches Jahrhundert? Ja, gerne dein Jahrgang, so 1700 irgendwas. Außerdem, Gerry, haben wir noch immer die Geschichte offen. Wir haben ja gesagt, wir machen dann mit allen Gästen, das weiß die Mareike noch nicht, mit allen, die zu Gast waren, machen wir dann einen analogen Stammtisch. Also praktisch nicht mehr in der virtuellen Welt, sondern wirklich bei mir im Wirtshaus, wo Ja. alle zusammenkommen. Und die Brauer haben wir alle vergattert, dass sie eine Runde Bier ausgeben. Sehr gut. Also ich würde mal behaupten, dass für das leibliche Wohl ausreichend gesorgt ist. Und der evangelische Pfarrer wird auch sicher mit dabei sein, der Einbier-Tom, weil der war auch schon zu Gast bei mir, der war gleich hübsch am Anfang zu Gast. Also das, je länger das dauert, wenn man sagt, wir haben ungefähr 60 Tage, da kommen doch noch der ein oder andere mit dazu. Und da muss ich jetzt schauen, dass ich viele, viele Frauen als Gesprächspartner habe, weil sonst wird das eher, bei uns war es das sowieso eine Würstelsuppe. Du kannst doch auch mal die Martina Trottmann fragen, die ist doch aus der Schweiz, das ist doch vielleicht auch mal interessant. Natürlich. Oder Dann die Madeleine, die war am Anfang auch immer oft zu Gast. Oder und was ist mit der die Weltmeisterin? mit der Elisa. Ja, kann ich auch fragen. Ich habe jetzt Zum nicht so Beispiel. die intensive Beziehung mit der Elisa, aber fragen kann ich sie ja mal. Ja. Warum nicht? Nein, also wir kennen uns schon, wegen der ist sie nicht. Ich hätte zum Beispiel die Dora gefragt, aber die wollte nicht. Okay. Der Pimmelpart. Sind das die Chromosomen Y? Ja. Chaos Homebrewing. Naja. Ja, da habe ich gehört, die sollen gute Biere machen. Können mir auch mal was schicken. Möchte ich gerne mal probieren. Jawohl, Bananenschachtel mitnehmen und Kokos mit Kokosnüsse füllen. Ja, was hat es denn mit den Bananen und mit den Kokosnüssen auf sich? Könnt ihr ja mal kurz Das erklären. wollte ich gerade erklären. Wie der Gerrit da war, dann hat er irgendwann zum Philosophieren angefangen beim vorletzten Bier. Das schmeckt nach grüne Bananen und nach vollreife Kokosnüsse. Und seither ist er da mit den Bananen ein bisschen gefangen. Das haben die anderen ein bisschen nachgelegt, nämlich der Maiker, der schon wieder weg ist. Nichts verwechseln. Okay, dann erklären wir es nochmal. Der Martin hat eine feminine Seite, also er kann sich wahrscheinlich ein Toupet aufsetzen oder eine Perücke. Geile Biere habe ich bei Meißel getrunken. Et Chaos. Ja, ich glaube auch, dass Meißel gute Biere macht. Michael König, nicht wahr? Auf jeden Fall. Wie ist denn bei euch das Wetter? Bei uns ist es eher kalt. Wir jetzt schon beim Wetter angekommen? Ja, weil nämlich der Wind so geht und jetzt haben wir gedacht, jetzt kommt wieder einer bei der Tür. Nein, Ja, bei nein, uns ist das. halt auch ein bisschen stürmisch auf jeden Fall. Ja. Aber ich war halt ehrlich gesagt noch nicht draußen. Ich schon. Das war eher huschi. Nein, das Lagel Okay. schmeckt nach grünen Bananen und Prost nebenbei, frisch geöffnet. Apropos, Bevog Nitro Coconut Porter probieren. Ja, das hört sich gut Ja, an. Sabro ist ein geiler Hopfen. Das Das Wunderglatt. ist Scheiß Ostwind. Das Bomboglatt nach Kokosnuss. Bomboglatt hört sich an wie Popoglatt. Jetzt ist der Matthias da. Matthias, Gott sei Dank bist du da. Prost. Matthias, stell uns ein paar Fragen. Bist du eigentlich immer noch bei dem Dead Pony Club? Ja. Hat mir das Kistenlager umgeweht? Okay. Aber was habe ich denn als nächstes? Hat mir da unser zweifacher Staatsmeister geschickt. Der ist ja Brand Ambassador, also praktisch Markenbotschafter für Budweiser. Das werden wir dann als nächstes genießen.
Genießen, sagte er und trinkt auf Ex. Die Frage ist, zurück, bist du noch einmal bei dem vom Olli? Ja, ich habe noch, das Glas ist noch halb voll. Nein, es ist halb leer. Nein, ist noch halb voll. Ah, okay. Ich mag keine Man muss Bananen. einfach positiv, man muss es positiv sehen. Ja, eh, halb leer ist eh positiver wie halb voll. Schau mal den Bauer. Und das dann noch in Bier. Schon schlimm genug, wenn Weißbier manchmal so rumbananiert. Okay. Muss leider weg, komme später wieder. Resl vierte. Czeski Budějovice. Matthias sagt Servus. Servus, Servus. Matthias. Ein Original Budweiser Budva. Und auch spannend hat er erzählt, das Bier in Tschechien ist deshalb so günstig, weil das im Prinzip alles Schankbier ist, was man so normalerweise bekommt. Das heißt, es hat nicht diese 12 oder 13 Grad Plato, sondern nur 10, 9 oder 10 Grad Plato. Und alles, was dann 12 Grad Plato hat, ist dann eher um 50 Cent teurer. Okay. Also auch deshalb ist das Bier in Tschechien so billig. Und darum heißt er das Pils, das heißt ja, wie nennen die das Pils? Fällt mir jetzt schon wieder nicht ein. Pilsnurgel steht eh drauf. Da gibt es dann die Steigerungsstufen vom Alkohol mit dieser Bezeichnung. Okay. Ui, und der Butter. Den ich eigentlich gar nicht Kommt schon rühre. raus, oder? Ist arg. Ja, man, ich rieche es wirklich arg, weil das ist nämlich immer mein Problem bei den Off-Flavor-Verkostungen, dass ich dann, für mich, das, was ich nicht erkenne, ist für mich automatisch Butter, ist automatisch Diacetyl. Okay. Das kann ich nicht. Okay. Hast du eigentlich Staatsmeisterschaft, Weltmeisterschaft, hast du schon mal Ambitionen gehabt mitzumachen? Ist aber Nee, spannend bisher noch nicht. und ist eine interessante Erfahrung und ist immer ein Netzwerk und also, ich bin da schon immer dabei. Ja, Mehr oder vielleicht mache ich es weniger. mal. Mal gucken. Aber es ist ja cool, dass jetzt auf jeden Fall hier die Elisa mal die Meisterin ist, dass jetzt meine Frau geworden ist. Das finde ich schon cool. Wir Österreicher sind anderer Meinung, Ja, gut. Anscheinend habt ihr es halt nicht so drauf wie die Deutschen. das Gefühl, ja. Nein, Schmarrn. Prost. Ich glaube, dass es auch tatsächlich eine Sache von Glück dann auch ein bisschen am Schluss ist. Wie du halt überzeugst und wie du halt rüberkommst, würde ich mal behaupten. Ja, Oder? im Finale war es mit Sicherheit würdig, also da kann man nichts sagen. Ja. Halbfinale war etwas dubios. Warum? Aber das lassen wir weg. Okay. Das kannst du bei mir am Kanal nachschauen. Schaust du Halbfinale an vom Geronimo, vom Zellinger und schaust das von der Elisa an. Die haben beide dasselbe Bier beschrieben. Und dann sagst du, wer wo vielleicht. Okay. Aber das los jetzt wertfrei. Okay. Ja. Und Budweiser. Das war nämlich bei uns bei der Staatsmeisterschaft. Da haben wir drei Pils bekommen. Und dann haben wir erkennen müssen, was ist das deutsche, das österreichische und das tschechische Pils. Das Tschechische habe ich erkannt, aber Österreich und Deutschland habe ich. Nachdem ich ja den Ausrichter der Staatsmeisterschaft sehr gut kenne, habe ich mir gedacht, der nimmt genau diese Biere, die praktisch nicht den Stil des Landes vertreten. Und dem war halt dann doch nicht so. Jetzt habe ich das verwechselt. Was soll der Unterschied zwischen dem österreichischen und dem deutschen Pilz sein? Dass das Deutsche wahrscheinlich trotzdem hopfenbitterer ist als wie das Österreichische. Auch In Österreich. das bayerische und das süddeutsche Pilz. Das Oder ist es Süddeutsche dann schon nicht, eher so? aber es war die Frage, welches ist das deutsche Pils und nicht das bayerische. Ja, nein, nee, ich meine, ob dann das süddeutsche Pilz eher vergleichbar ist mit dem österreichischen. Wenn du Wird sagst, dass das so ist. sein, aber wir haben ja natürlich auch in Österreich durchaus sehr hopfenbetonte Vertreter, wie zum Beispiel Strummer. Ja. Und nachdem das Bierkulturhaus die Veranstaltung ausrichtet, wo man denkt, okay, der hat ein Drummer Pils genommen und hat vielleicht eben so ein bayerisches Pils genommen, keine Ahnung,
vielleicht von Augustiner oder was weiß ich nie. Irgendwas, das halt einfach bekommt oder auch von Schönrammer. Wobei der Erik Toft hätte wahrscheinlich wieder mehr Rumhopfen dabei gehabt. Egal, auf alle Fälle habe ich mir gedacht, das ist wahrscheinlich genau umgekehrt. Und es war aber doch entsprechend. Aber so Okay. wie es ist. Okay. Bei dir haben wir es aber auch schon. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich muss dann das Licht anmachen, oder? Wie du willst. Ich gehe mal kein Licht anmachen. Aber was der deine Galane oder wie sagt man, das hängt die dann nimmer. So, besser, oder? Ja. Natürlich. Gut. Eine Frage, die ich jetzt meine letzten Besucher einmal gestellt habe, aber die muss ich für dich ein bisschen umformulieren. Ja, das wirst vielleicht gleich. Innviertel hat ja bis 1779 zu Bayern gehört. Jetzt ist einmal die erste Frage: Ist für die Innviertel ist das ein Begriff oder kannst du mit dem gar nichts anfangen? Ich habe schon mal gehört, ja. Okay, na, dann kann ich die Frage eigentlich nicht stellen, weil die Frage war gewesen, oder fragen wir es einmal so: Was ist für die der urtypische Bayer? Bayer, 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 Boah. Die Frage kann ich tatsächlich nicht beantworten. Wenn du an Bayern denkst, an was denkst du dann? An den blauen Himmel, an die schönen weißen Schäfchenwölkchen, an gutes, helles Bier, an Biergärten, an Kastanienbäume, an die bayerische Mundart, an die Tracht vielleicht noch. Naja, da kommen wir jetzt auch gleich schon näher. Da trifft ja, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich 100% aufs Innviertel zu, weil das ja bei uns auch ähnlich ist. Wir haben ja die Bayerische Raute zum Beispiel in unserem Stadtwappen. Bei Ja. uns in Ried. Also wir haben ja nach wie vor sozusagen diese bayerischen Wurzeln nicht abgelegt. Aber wie lange fährt man denn eigentlich von München bis zu euch im Auto? Das kommt aufs Zwei Auto Stunden. an. Also, ich sage jetzt einmal, 1 Stunde 30 ist jetzt nicht mit Rasen verbunden. Weil Okay. nämlich auf der B12, das ist praktisch diese direkte Verbindung, das geht dann auch durch Braunau vorbei, nach Ried, sind es 150 Kilometer. Ach so, na gut, das ist ja gar Also, nicht so weit. Ich dachte immer, es wäre na, weiter. na, also Wien ist für uns weiter weg als München. Also unser heimlicher Hauptstadt ist eh München für uns Okay. da. Gut. Und du fährst eigentlich bis kurz vor Braunau alles auf der Autobahn oder Schnellstraße oder was auch immer, aber das ist ja dann eh egal wahrscheinlich. Und von Braunau nach Ried brauchst du 35, 40 Minuten, irgend sowas. Und du wirst Okay. in einer Stunde sowas wirst in Braunau sein, wann überhaupt. Okay. B12 ist jetzt die A94. Der Matthias ist so gescheit. Was anders, Matthias, ist halt von der Bierregion die 7er-Träger, 8er-Träger, 9er-Träger für die Andrea vermarktet. Machen wir da gemeinsam eine Bierverkostung dazu. Da steht ein Nachtbier dabei, da reden wir mal. Ja. Eine Stunde, Bierdoktor, eine Stunde, 450 Kilometer. Was fährst du für ein Auto? Wahrscheinlich ein Audi oder ein BMW, bayerischen Mischwagen. Gibt es bei euch keine Geschwindigkeitsbegrenzung? Bei uns schon, aber auf der deutschen Seite glaube ich nicht. Bei uns sehr Darf man wohl, doch aber auch bei. inzwischen nur noch 120 überall fahren? Wie, was, wo? 120? Man darf bei uns ja auch inzwischen fast überall nur noch 120 fahren. Ah, Dass okay, ja, bei uns man wird ja immer unterbrochen. eher nur noch 80. So, jetzt spielt er verrückt. Mein Zähler nennt nicht mehr wieder, der Instagram-Follower-Zähler. Audi Egler, der war mal Egler. Als Arzt, da gibt es ja, glaube ich, 100% Rabatt auf ein Audi, oder? Der Matthias ist ja der Stadiontourist. Und du fährst fast in Dittrachingen durch. Meinst du über die B12 von 94, 7er-Träger, eine Stunde Nacht ist nicht dabei. Wir reden noch, Matthias, bei denen den Nigger geschaut. Wo wir Konferenz, Doppelkonferenz. Bin systemrelevant, der 200 fahren darf.
Ich merke schon, wir haben das Falsche studiert. Warum? Ja, wir dürfen nicht 200 fahren, wir dürfen sie nicht Doktor nennen. Apropos, ja, studiert, ich habe nicht einmal das Abi gemacht, oder wie heißt das bei euch? Bei uns heißt es Abi, ja. Ja, genau, bei uns Bei euch heißt heißt es es doch Abi. Matura, oder? In Genau, Österreich. genau. Wer nichts will und wer nichts kann, geht zur Bus oder zur Bahn. Bis zu dem anderen gibt es ins Ministerium. Und wer nichts wird, wird Wirt. Was hast jetzt du gesagt? Ja, eben. Ich weiß ja. 90 Minuten und ich stehe beim Trainingsgelände des TSV. Ich nehme an, das ist der TSV 1860. Ich wollte gerade sagen, wer fährt denn bis jetzt zum TSV 1860? Ich war der Hammer, Bayern-Fan. Ein Nein, mir ist Ort es der wurscht. Ich habe Liebe. mit Fußball überhaupt nichts am Hut, aber ich finde es immer lustig, die Leute ein bisschen so zu veräppeln, weil wenn man sagt, ja, mei, es gibt halt nur einen Verein, und das ist halt Bayern, gell, dann rasten immer alle aus. Ja, das ist sehr polarisierend. Das habe ich auch schon gemerkt. Es gibt nur welche, die es lieben und die das hassen. Servus. Servus. Und wer was wird, wird wissen wird. Wissen wir Apropos, das, ich habe ja genau. einen Grätzer kennengelernt. Das war ja lustig. Wir waren zur Braukunst live in München natürlich. Und wir haben uns dann irgendwann einmal geschlichen. Und dann sind wir zum Andechser am Dom und auf einmal ist der Wirt am selben gekommen. Das war recht unterhaltsam. Der wahre Fußballkenner fährt zum TSV. Hallo Der Gisi. Giesinger, ja, der Martin, den treffe ich auch immer zufällig beim Giesinger. Gell, Martin, das war lustig. Da Ganz war irgendwie so cool. eine Schlagerparty. Taucht auf einmal der Martin auf. Der Martin ist auch während die Hotspots. Ja. Pogelwild. So, jetzt ist es eingebrochen. Was Jetzt. ist er? Die Kommunikation ist eingebrochen. Jetzt tue ich mal meine alten Fragen aus. Fußball haben wir schon gehabt. Das hast du echt auf deinem Zettel stehen. Ja, das steht da, aber das ist für die Männer, das ist nicht für die Damen. Nachdem du die Ach erste so. Dame bist. Nein, Schwarzen das. Hahn kenne ich, ja, das ist super. Kann man auch gut versacken da drin. Was ist der schwarze Hahn? Das musst du jetzt mir erklären. Also eine Warzen. Rockerkneipe, mehr oder weniger. Ja, genau, so eine Borzen. War da vor mit Karl in Wien? Ah, da war das. Und da waren wir 3 Tage in Wien. Das war auch durchaus anstrengend. Das Da. kann ich mir vorstellen in der Konstellation. Ja. Wir waren mit Konrad unterwegs gewesen. Zuerst mit Mickey, mit Klemsch. Ja. Der hat uns dann sein Meidling gezeigt. Mit dem Markt, den sie dann zugesperrt haben und so. Und dann waren wir mit Konrad und mit Hanso und weiß nicht, wer Nuller mit unterwegs war. Der hat dann eine Pilsner Urquellführung durch das nächtliche Berlin mit uns gemacht. Auf den Spuren des Wolfgang Hinterdobler, so auf die Art. Da haben wir von einer PU-Kneipe in die nächste gegangen, aber da waren durchaus interessante dabei. Und da habe ich dann einmal so am Ah, mein Litauer zapfen. Schwesterherz ist auch da. Elena, grüß Und der Ape ist auch da. Der Ape hier arbeitet übrigens bei Sierra Nevada. okay. Schöne Grüße nach Kalifornien. Ich wollte gerade sagen, spricht er unsere Sprache? Ja. Und wie spät ist dort jetzt? 8 Stunden zurück, Mittag. Ja, wahrscheinlich. Wollte Das nur war die. ziemlich cool, der Ape. Meine Bitte. Schwester und ich waren ja letztes Jahr in Kalifornien und dann hat der Ape uns eine VIP-Führung gemacht bei Sierra Nevada. Das war schon ziemlich cool. Wollte noch nicht heim, jetzt bin ich nach Giesing. Ja, nein, ich muss sagen, mir hat es gereicht nach dem Wochenende. Da bin ich dann eher ein bisschen auf Rekonvaleszenz oder wie nennt man das? Servus, 11:30. Okay. Da hat mir Mareike dann den Todesstoß gegeben. Nein, das stimmt so nicht. Das war ein anderer Abend, als der Martin Seidel dann neben der Musikbox eingeschlafen ist in der Diskothek. Das war auch sehr witzig, gell, Martin? Gibt's das? Ja, der Martin hat danach am nächsten Tag einen Post bei Facebook gemacht und hat gesagt, wer mit Mareike und ihren Freunden weggeht, der braucht ein starkes Herz. Was anderes wollte ich noch kurz thematisieren, der Mo aus Brezentag.
Mo aus Brezendock, der Mann aus Brezendock. Dorg A. Der Moor aus Brezendock. Mo aus Brezendock. Die Galane, was für ein sympathischer Austrizismus. Ist es nicht gebräuchlich im deutschen Sprachschatz, der Galan? Nee. Das Kind schreit täglich Halleluja, ich will Senf mit Maracuja. Hopfenmädchen, grüß dich. Servus. Die dort ablocken, nicht wer zum Thema Bier oder Ja, die Grace Influencer. kannst du auch mal fragen, ob sie Lust hat mit dir auf den Stammtisch. Natürlich gerne. Sie ist auch bei mir in der Ausbildung gewesen. Wobei, ich würde es nicht aber so sagen, bei mir in der Ausbildung, weil ich bin da nur ein kleiner Teil von der Ausbildung. Also das ist ja ein bisschen, das hört sich so wieder. Biersommelier Berlin. Ja, mit dem habe ich Carsten zusammen gemacht. Laschet. Den Kurs. Genau, der war mit dir, genau. Der war auch schon da zu Gast. Seither hat er einen Herzschrittmacher, der Martin. Ich glaube eher, dass er das lebensunseitig hängen hat, seither. Damit schneller triggert. Ja, mit dem Martin hatte ich auch in Freising am Freibierfest von den Studenten hatte ich auch sehr viel Spaß. Da war ich auch schon mit Martin. Da sind wir Martin ist irgendwie beim gefährlich. Heimfahren sind wir mal, glaube ich, beim Betondrogen angedenkelt. Da habe ich was in Erinnerung. Und das größte Dilemma an dem Freibierfest ist, dass es dort nichts zu essen gibt. Das war ein bisschen eine Challenge, dass wir zu irgendwas zu essen gekommen sind. Weil das Bier sonst bei der Erbachschlosse gerungen, aber zu essen haben wir nichts gekriegt. Das macht uns dann immer sehr unentspannt. Ich fand eigentlich meinen Rückweg von dem Fest sehr witzig. Ja, stimmt. Ich fand den Rückweg sehr witzig, weil man kriegt ja da diesen Krug und der gehört einem ja, den kann man ja mit nach Hause nehmen. Habe ich bei Und mir dann in der kam. Vitrine stehen. Ja, bei mir steht er auch auf dem Küchenregal. Und dann bin ich mit der S-Bahn bis zum Hauptbahnhof gefahren in München und dann muss ich in meine S-Bahn umsteigen, dass ich nach Aien komme. Und dann habe ich mich schon gewundert, weil da waren überall so viele Leute unterwegs und die waren alle so aufgebrezelt, also auch so Frauen und die hatten alle so Plastik-Konzertbecher in den Händen, aber ich konnte es nicht sehen, was da drauf steht. Und ich laufe da so rum mit meinem Krug und dann saß ich in der S-Bahn gegenüber, saßen mir zwei so aufgebrezelte Mädels und dann irgendwie die ganze Zeit gesagt, ah, das Konzert war so schön und so weiter und so fort. Und dann irgendwann habe ich gesehen, was das für ein Konzert war. Das war ein Helene Fischer-Konzert. Ja, gut, Und okay. also nichts gegen Helene Fischer, aber ich fand es einfach so witzig, weil die saßen da mit ihren Konzertbecherchen von Helene Fischer und ich sitze da wie so ein Oberprolet irgendwie mit dem Freibierfestkrug. Das weiß er nicht, dass es ein Freibier-Fest-Krug ist. Nein, aber generell, wenn man jetzt in der S-Bahn vor allem als Frau mit so einem Steinkrug sitzt, das ist schon witzig. Auf jeden Fall. Granit. Auf alle Fälle haben wir am nächsten Tag, wir haben dann in einer Pension in der Nähe geschlafen. Ich weiß nicht mehr, wie das gegangen ist. Wie wir an die Pension gekommen sind. Oder hat er der Flieher Michael geschlafen von der Brauer, von der Versuchsbrauerei von Heineken in Österreich, also von der Brauunion. Und da haben wir dann noch in Weid Stefan in der Wiege der Bierkultur einen Frühschoppen gemacht. Da haben wir dann gleich wieder ein paar drei, vier, fünf Halbe getrunken. Bestes Wein, Stefan, ein Weißbier. Vitus hat es, glaube ich, angegeben. Und dann sind wir weiter nach Sulzbach-Rosenberg. Da ist dann wieder vom vorn losgegangen. Da haben wir ein mittelalterliches Brauen gehabt. War eigentlich ein ganz angenehmer Ausflug mit Martin. So, der Bierdoktor fragt, machst du bei dir mal ein Fest für alle deine Gäste hier? Das wäre ein Traum. Ich weiß nicht. Ist die Die schleifen irgendwie so weit hinten. Hast du das verstanden, Mareike, was ich zuerst gesagt habe? Ja, du hast es doch schon gesagt, dass du alle einlädst. Genau. Also, wir haben vereinbart, dass alle, die was bei mir zu Gast waren, zu einem analogen Stammtisch kommen. Die größte Herausforderung wird der Termin sein. Also, ich kann leider nicht auf jeden Einzelnen Rücksicht nehmen, wann wir dann einmal einen Termin so grob gefunden haben. Dann müssen wir den auch wahrnehmen, weil sonst wird das nie was. Also die Erfahrung habe ich gemacht. Das heißt, wenn es dann mit Deutschland wieder den kleinen Grenzverkehr gibt nach Österreich, dann werden wir das im Herbst einmal machen. Da gibt es dann diesen analogen virtuellen Wirtestammtisch, analogen virtuellen Stammtisch.
Der DJ Peter, Servus. Genau, also Herr Bierdoktor, es gibt ein Fest, was du möchtest, oder ein Stammtisch. Das wird, glaube ich, sehr lustig. Jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt bei Tag 36. Davon habe ich 34 Stammtische gemacht. Wenn ich in dem Tempo weitermache, habe ich noch ja, so 25. Da waren das allein schon um die 60 Personen. Und dann ist da noch ein anderer Zuseher noch, der so, wie soll ich das jetzt sagen, so ein Hardcore-Stammgast. Also da werden wir dann schon ein paar Leute, man hole den sich Zeit nehmen und auch vorbeikommen. Ja. Aber es ist nicht anstrengend für dich, auch jeden Abend hier mit irgendjemandem zu quatschen? Wie soll ich das jetzt sagen? Gibt ja auch Limo. Grundsätzlich nicht. Vor allem ist es immer leichter, wenn man wenn zum Thema Bier hat, weil da fällt es einem selber leicht. Weil da gibt es meistens Themen, über die man sprechen kann. Schwieriger. Also ich sage aber, ich habe mehr Bammel, was heißt Bammel ist auch Blödsinn, aber wie soll ich das jetzt richtig umschreiben? Es ist oft. Wenn Leute aus anderen Branchen kommen, da weiß ich dann aber nicht, bringt man das zusammen, dass wir eine Stunde oder zwei quatschen. Geht sich das aus oder geht sich das nicht aus? Und das hat sich aber in der Vergangenheit gezeigt, das liegt natürlich auch immer an den Gesprächspartnern, wie die selber, weil es gibt immer welche, wenn man da einen wunden Punkt trifft, dann fangen sie an zum Reden, dann fangen sie an zum Quasseln. Und da geht es mir selber genauso. Und von daher ist es immer, ja. Und ob es eine Stunde dauert, zwei oder drei, das ist mir egal, nur Mitternacht die Sperrstunde, das habe ich schon als Parole ausgegeben und das halte ich auch relativ ein, weil es ist zwar nicht so, dass ich jetzt den direkten aufstehen muss, ich muss schon irgendwann aufstehen, auch wegen der Toilette mal, aber es treibt mir nichts in dem Sinn, aber nichtsdestotrotz soll ich den nächsten Tag auch nützen, weil es ist tatsächlich so, dass ich, wie gesagt, gefühlt arbeite mehr, als wenn wir mal offen haben. Ja. Roland ist auch dabei, versprochen, ja, sehr gut. Genau, und Aber so. machst du dann auch mal alkoholfreie Tage die Woche oder? Also jetzt aktuell mit deinen Stammtischen hier wahrscheinlich nicht, oder? Ja, am Sonntag habe ich alkoholfrei. Gestern wieder. Und normalerweise habe ich zwei, drei Tage alkoholfrei. Und ich habe jetzt angefangen, also ich habe von Anfang an angefangen, einen Tisch mit Leergebinde anzustellen, wo nur die Einzelflaschen stehen, also wo. Wenn ich was doppelt oder mehrfach getrunken habe, die stehen nicht drauf. Ja, viel Tisch ist nicht mehr übrig. In 5 Wochen. Also ich glaube, dass ich aus meinem Bierkeller schon lange nicht mehr so viel Biere getrunken habe wie aktuell. Also normalerweise, weißt du, wir haben ja auch Bier vom Fass. Also normalerweise trinke ich eher das Bier vom Fass, als wie immer diese Raritäten und Spezialitäten. Und deshalb auch der Appell an die Biersommeliers oder die Bieraffinados, kommt mal vorbei, weil ich habe, wie gesagt, unglaublich viele Flaschen im Keller, wo Geschenke und alles Mögliche und aber lauter hochwertigste Biere und ich würde mich freuen, wenn wir das gemeinsam einfach mal genießen können. Sehr gerne. Hallo Bier und Bier. Was macht Bier und Bier? Kennst du nicht Bier und Bier? Doch, es sagt noch was vom Namen. Du kennst halt den Max Mahner, der ist auch Biersommelier. Okay. Aus Hamburg. Ja. Kennst du ihn? Mit Namen bin ich aber so schlecht. Wenn ich sie, tut man meistens leichter. Okay. Ja, Bier und Bier ist auch ein Online-Shop und die haben auch einen Shop in Hamburg, wo man einkaufen gehen kann. Okay. Genau. Craft Beer Store. Ja, Ich bin schon auf Fassbier immer nur den umgestiegen. heißen Scheiß. Ja, ich habe mein Fassbier abgezapft, Leitungen gereinigt, Kohlensäure aus. Finito. Kühlung aus. Das bringt ja wenig, weil wenn ich heute ein Fassbier, weißt du, du musst schon 10 Bier täglich trinken, dass er so ein durchaus kleines Fass einmal in ein paar Tagen leer wird. Und ja, das ist mir dann doch ein bisschen zu. Da kommt man dann über die Fragen, ob man mal kein Bier auch trinkt. Aber trinken deine Eltern dann fleißig mit oder probieren die fleißig mit? Also, ein gutes Thema.
Früher, mein Vater war ja in der Rieder Brauerei am Ende dann Geschäftsführer, also der war von 1971 weg in der Rieder Brauerei als Buchhalter beschäftigt, hat zwischenzeitlich die Logistik übernommen oder expediert hat das da geheißen und war zum Schluss dann Geschäftsführer. Und der war halt immer so um Herzen und vielleicht nur Weißbier, aber auch, nicht einmal ein Bockbier. Und dann habe ich den Biersommelier-Ausbilder gemacht und habe dann immer wieder mal interessante andere Biere auch getrunken. Und dann sind sie da einmal neugierig geworden und haben mal was probiert. Und dann war noch lange der Tenor, na, das ist für mich nur das normale Bier. Und mittlerweile hat er schon den einen oder anderen Liebling auch gefunden. Und ja, jetzt ist er da auch schon ein bisschen in diesem Thema drinnen. Und meine Mutter ist dem sowieso gegenüber aufgeschlossen. Ihr Lieblingsbier ist das Delirium Red. Also durchaus ein bisschen Okay. was mit Wumms. Ja, Also wenn es ein wenig gut. fruchtig schmeckt und ein bisschen Alkohol hat, dann ist meine Mutter auch ein bisschen zum Begeistern. Das Gespräch mit Stefan Süß war super. Ja, Peter, da gebe ich dir recht. Stefan Süß ist bei uns ein, so ein, wie soll ich denn sagen, ein Disco-Baron oder wie sagt man denn? Also einer, der vier, drei, vier, fünf Discos in Oberösterreich betreibt und in Niederösterreich. Und da haben wir am Samstag interessante Gespräche geführt. Der Max war mit mir beim Bierbotschafter. Bei mir kommen Kunden, überholen sich Fass Bier in Krollern. Okay, ich verstehe es schon. Also bei Martin holen sie sich das Fass Bier auch wie früher. Das war früher in der Gastronomie auch noch so. Kannst du dich noch mal erinnern? Weißt du das noch mal, Recke, dass man früher mit den Hunden zum Wirt gegangen ist? Nein. Das ist sogar bei mir schon eher ganz in den jungen Jahren, dass ich das noch weiß, dass die Leute selber mit dem Krug gekommen sind und wir ein Bier zapft haben. Flaschenbier war durchaus noch üblich, also dass die Leute im Wirtshaus Flaschenbier geholt haben. Und das kann mich schon noch erinnern. Aber das mit dem eigenen Hunden, das war so, die Kinder sind zum Wirt gekommen und haben den Hunden mit Bier anführen lassen. Daheim hat der Vater geschimpft, weil das Bier aber so schlecht eingeschenkt war. Nur das Problem war nicht, weil der Wirt so schlecht eingeschenkt hat, sondern dass die Wegzehrung halt war wieder mal. Ich weiß nicht, ob sie es verschüttet haben oder drungen. Ich würde mal auf Letzteres tippen, aber so war das halt. Wahrscheinlich. Also das war natürlich auch praktisch, weil da war für Nachwuchs gesorgt. Ja, Wohlbäder, danke für das Lob. Kriegst du nur Komplimente, schau, ist doch super. Ja, du auch, aber den muss ich ein wenig aufholen, weil sonst kriegst du alle Komplimente. Was ja recht ist, weil du bist ja der Gast, ich bin ja nur der Wirt. Nur der Wirt. Quatsch. Nein, aber ich kenne es nicht, weil ich auch erst seit ungefähr, ja, 8 Jahren überhaupt Bier trinke, sage ich mal. Und seit Weil 7 Jahren ich. bloggst, das ist dann eh schnell gegangen. Was hast du vorher getrunken? Ja gut, vorher warst du noch zu jung zum Bier trinken. Genau. Also ich habe schon auch Bier getrunken, aber das war halt, ich habe halt einfach ein Bier getrunken. So quasi. Okay. Und habe nicht großartig darauf geachtet, was da so passiert, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung, was irgendwie der Unterschied zwischen einem Weißbier und einem hellen ist. Bei uns war halt im Freundeskreis, die einen haben lieber ein helles getrunken und die anderen lieber ein Weißbier. Ich war eher immer so, wenn dann die Weißbier-Fraktion. Und dann kam das erste amerikanische Pale Ale und dann war es um mich geschehen. Was war das für eins? Weißt du das noch? Ja, das war von Firestone Walker, das Pale 31. Okay. Das gibt es ja leider nicht mehr, das haben sie eingestellt. Okay. Mein erstes Bier war am 26. Oktober 1988 im Höllbräu zu Salzburg. Ich war in Salzburg-Lessheim Schüler und einer meiner Schulkollegen hat Geburtstag gehabt und da habe ich mein erstes ganzes 2 Liter Bier drunter, es war ein Stiegl Goldbräu und ich kann nur sagen, es hat mir nicht geschmeckt. Und beim Heimgehen haben wir sie dann noch in der Not, weißt du, wir waren arme Schüler und haben den letzten Schilling noch zusammengekratzt, das waren natürlich nur Schillingzeiten, haben wir sie dann 80er rumgekauft, so ein Achtel, das haben wir sie nur zu viert teilt und das war dann sozusagen die ganze Geburtstagsfeier, natürlich haben wir ein bisschen was anderes auch noch drunter, aber das war dann beim Heimfahren noch. Ja. Und das war das erste Bier. Also, da war ich vorher noch in der Wodka-Lemon-Fraktion und Malibu Orange und diese Geschichten. Ja, genau. Und dann ist aber das Drum ein bisschen gekommen, weil aus der Not aus der Bier war halt natürlich immer günstiger als das andere.
Und meistens aber nur mit einem kurzen dazu. Und das war immer verheerend. Also, Oder Sangria. mit dem Sangria habe ich mal in Spanien ein bisschen eine unliebsame Bekanntschaft gemacht. Wir sind als Schulabschlussreise, da hat es diese Summer Splash-Geschichten natürlich noch nicht gegeben. Zu meinen Zeiten sind wir Interrail unterwegs gewesen, zu viert. Die vier Burschen aus dem Internat haben als Schulabschlussreise sind Interrail gefahren. Das Einzige, was wir gewusst haben, ist, dass wir von Salzburg nach Paris fahren, weil da gibt es einen Nachtzug, 18 Uhr irgendwas in Salzburg einsteigen, 6 Uhr irgendwas in Paris aussteigen. Wir hätten es bald verschlafen, dass wir in Paris aussteigen, also waren wir bald wieder zurückgefahren. Weil wir sind schon etwas früher in Salzburg gewesen, als wie die Abfahrtszeit war. Und da sind wir halt überall hingekommen, bis London und Mailand und Regione und was fällt mir denn nur ist. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo wir waren. Monaco waren wir beim Grand Prix und alles Mögliche. Und irgendwann sind wir nochmal Grat del Mar gekommen, das ist da in der Nähe von Barcelona. Und da waren wir nur noch zu zweit. Und das war der Vorarlberger, der Ziberger und ich. Und wir waren eher die Robusten aus dieser Vierer-Clique, also auch so wie mit Martin, also eher die Hektoliter-Erprobten. Und dann haben wir noch nicht einmal einen Zeltplatz oder irgendwas gehabt. Wir sind aus dem Zug ausgestiegen und am Strand entlang Vierer gegangen. Und dann ist einmal Kneipen gewesen und es war heiß und geschwitzt haben wir und es war unmöglich. Wir haben unser Gepäck geschleppt und dann kehren wir da ein und dann trinken wir mal 1 Liter Sangria, nur 1 Liter, nur 1 Liter, nur 1 Liter, dann ja, Hunger trinken, ist mal eine Sitzung, ist mal eine Sitzung und das und das. Und dann haben wir da schon ein Wahnsinnszeug gehabt, ich meine, da haben wir schon 8 Liter Sangria gehabt. Dann haben wir mal versucht, das Zelt irgendwo auf einem Zeltplatz aufzubauen. Dann haben wir mal so 3, 4, 5 Stunden geschlafen. Und dann sind wir munter geworden und dann hat er gesagt, er kennt ein Lokal 10 Kilometer weiter, da müssen wir hinfahren, La Roda, das weiß ich noch, das Rad. Da war so ein rotes Rad außen dran. Und die waren be berühmt für ihre gebratenen Hühner. Dann Okay. haben wir zu zweit 6 ganze Hühner verspeist und nur einmal, ich glaube, 8 oder 10 Liter Sangria vernichtet. Also Sangria ist für mich Persona non grata, also das ist für mich, ja. Okay, verstehe. So viel zum Thema Sangria, also das ist für mich. Aber wir haben es am Anfang mit Wein getrunken und irgendwann sind wir dann auf Sekt umgestiegen oder Cava oder wie heißt das da in Spanien? Kamera. Ja, genau. Mein erstes Bier war ein Schneidl 1987, hat mir mein Papa beim Siebe den Holzöster gekauft. Und Holzöster, okay. Was war dein erstes Bier? Das war das Left Hand oder was gesagt hast. Genau. Und wo war das? Also das war nicht das erste Bier, was ich getrunken habe, sondern das war halt das Bier, was mich dann quasi zur So war es, Biergenießerin genau. gemacht hat, sag ich mal, genau. Ich habe früher schon auch Bier getrunken, aber das war jetzt nicht mein Lieblingsgetränk, sage ich mal. Okay. Aber ich habe da schon oft drüber nachgedacht, was das erste war, aber ich glaube, es war aus der Hopfbrauerei aus Miesbach, falls das jemand kennt. Also es war auf jeden Fall kein Aiinger, obwohl ich in Aiing wohne. Hopf, sagt man was, weil das hat der Craft Beer Stefan mitgebracht. Das ist auch Ja. eine Weißbierbrauerei, nicht? Genau. Und da habe ich sogar zwei, drei verschiedene da. Ich habe jetzt bei einem der ersten Stammtische habe ich das Bier verkostet gehabt. Ja, du hattest auch das mit dem Husky drauf, oder? Da gibt es so eine kleinere Flasche, da ist ein Husky vorne drauf. Denke ich doch, ja. Ja. Das hat mein Ich Craft Beer glaube, Stefan. dass das mein erstes Bier überhaupt war, aber ich bin mir leider echt nicht sicher. Oder es war ein Augustiner, das kann auch sein. Naja, ich sage jetzt einmal, ich habe schon dort und da meinen Schluck Bier irgendwo drin getrunken, aber das erste Seil, das ich mir selber bestellt habe und ganz getrunken habe, das war halt, wie gesagt, 26. Oktober 1988, Höllbräu zu Salzburg. Das Okay, ist sehr geil, jetzt dass du dir das auf dem Tag genau gemerkt hast. ja, weil der hat mein Spätzle Geburtstag gehabt. Und das ist in Österreich ein Feiertag, der 26. Oktober, das ist der Staatsfeiertag bei uns. Okay. Getreidegasse am Ende, da kommt dann der Platz, den man nicht merken kann, da wo es Tomaselli ist, das bekannte Kaffeehaus. Da wo es um 70 Schilling damals, also heute wirst du wahrscheinlich 10 Euro zahlen für einen Kaffee und ein Stückchen dort. Und dann gehst du ein Stückchen weiter, dann gehst du in die Judengassen und da war links das Höllbräu. Genau, und da war das. Okay, cool. Gibt es aber, glaube ich, gar nicht einmal noch. Aber ist auch schon. Ich würde mal sagen, mehr wie 10 pro Tag oder 10 Jahre her. Okay. Ist das jetzt, wie alt warst du mit dem ersten Bier, wie du es dran hast?
14, 15? Ich kann mich 13, tatsächlich 12? nur. Ich weiß es echt nicht. Ich kann mich tatsächlich nur an meinen allerersten Rausch überhaupt erinnern. Es war, hatte aber nichts mit Bier zu tun. Ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. Erste Also meinen Rausch. ersten Rausch hatte ich mit 14. Es war so nicht geplant. Da wurde ich halt mal wieder abgefüllt und ja. Ja, bei den Dirndln ist es so gewesen. Ja, da war ich auf einer Party und hatte keine Ahnung, was man trinkt und habe gefragt, was man denn so trinkt. Und dann hieß es Wodka O. Und ich gesagt, ja, dann nehme ich auch sowas. Habe ich eins getrunken und dann hat mich meine Mutter, die hat mich immer schön brav abgeholt um 12 und dann habe ich quasi aus dem Auto rausgespieben. Ja, genau. Ja, das ist natürlich, auf Partys ist das natürlich nur mehr verheerend, weil da werden ja Getränke hergerichtet, die eigentlich ungenießbar sind in den meisten Fällen. Ja, richtig. Da muss man aufpassen, wenn nicht gleich blind wird. Ja, genau. Und es werden ja die teuren Alkohole verarbeitet, da ist Ja, nichts. genau. Die hochwertigsten, die es überhaupt gibt. Genau. Genau. Ja, aber an mein erstes Bier kann ich mich tatsächlich überhaupt nicht erinnern. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, nein, Abschlussparty bei uns in der Schule, das war eher viel zu seriös. Ich hab mit Alkohol jetzt verhältnismäßig spät Berührung gehabt. Da war es eher so, dass meine Eltern gesagt haben: Weihnachten, ja, trink halt einmal so einen Baileys oder was weiß der nie, keine Ahnung, irgend so einen Scheißdreck. Und ich bin dann erst mit 15, sage ich jetzt einmal, gut Ding in die Geschichte dann mit eingestiegen. Okay. Aber ich habe, glaube ich, ganz schön aufgehört, so gesehen. Und was ich halt auch lange nicht gehabt habe, also es war halt immer so, für mich war das aber ein Fahrt, die anderen sind aber schon so raschig gewesen und ich habe mir gedacht, das gibt es ja nicht, was haben denn die drunter? Das gibt es ja alles überhaupt nicht. Weil der körperliche Vorsprung war ja schon ein bisschen ausgeprägter, sag ich jetzt einmal vorsichtig. Und von daher war das immer ein bisschen, ja. Hast du mal mehr vertragen als die anderen dann, oder wie? Ja, Vertrauen ist immer relativ, aber sagen wir so, ich habe das irgendwie gut umgesetzt. Also, Besser weggesteckt als die anderen. ja, so gesehen. Ja. Und da kommt man ja auch wieder Geschichten erzählen, Ende nie. Wie hast du deine schulische Ausbildung angelegt? Wie kann man Journalistin lernen oder studieren oder wie muss man das vorstellen? Also für Publizistik mich war oder? irgendwie, warum auch immer, war für mich schon immer klar, dass ich Journalistin werden möchte. Dann habe ich ja ganz klassisch mein Abi gemacht und bin dann an die Uni. Und dann haben wir ab, während der Schule schon Praktika gemacht in den Ferien bei irgendwelchen Magazinen oder bei Zeitschriften. Und dann haben mir viele Journalisten geraten, wenn ich Journalistin werden möchte, dann soll ich nicht Journalismus oder Kommunikationswissenschaft studieren, sondern lieber irgendwas, wo man ein breit gefächertes Wissen bekommt. Und dann bin ich halt nach dem Abi, bin ich dann zur Uni und habe mir dann gedacht, ja, okay, was studiere ich dann? Und dann bin ich zufällig über nordische Philologie gestolpert. Also Über was? skandinavische Literatur. Nordische Philologie. Quasi Philologie. Skandinavische Ist Philologie, ja. es der Odin und der Thor und der. Ja, auch. Genau. Alles Also die. quasi nordische Literatur, nordische Sprache, alles, was so zum Norden gehört. Da habe ich dann auch Dänisch gelernt. Musste dann aber das Studienfach wechseln, weil man einen Schein in Altisländisch ablegen musste. Und bei mir war das schon immer so, dass wenn ich was lernen muss, was mich nicht interessiert oder was tot ist, wie jetzt Altisländisch braucht kein Mensch, dann geht es bei mir da rein und da wieder raus. Und dann bin ich halt durch die Prüfung gefallen und habe mir gedacht, ja super, das kommt in der Zwischenprüfung nochmal dran, das schaffe ich da wieder nicht, weil ich es wieder nicht in meinem Kopf speichern kann, muss ich wechseln. Und dann habe ich letztlich neuere deutsche Literatur, germanistische Linguistik und Theaterwissenschaft auf Magister studiert. Also das ist nicht das Nibelungenlied, sondern das ist irgendwas anderes. Ja, Nibelungenlied kam teilweise auch dran, weil Mediavistik ist auch ein Teil davon, also Altdeutsch. Okay. Ja, genau. Und dann habe ich halt, auch da werden in den Semesterferien immer Praktika gemacht, beim Radio, beim Fernsehen mal, um einfach zu gucken, was mich eigentlich am meisten interessiert. Und dann habe ich nach dem Studium, habe ich dann bei einer Fachzeitschrift angefangen zu arbeiten. Das war eine Malerzeitschrift tatsächlich. Okay. Kann ich mich aber null aus. Und dann habe ich mich für ein Mach ein böhmischen Praktikum. Abend, jetzt trinke ich da die tschechischen Biere da weg. Sehr gut. Entschuldige. Alles gut. Dann habe ich mich beim Focus Magazin, ist ja in Deutschland hier ein Nachrichtenmagazin, für ein Praktikum beworben. Die haben mich auch genommen. Und dort habe ich dann auch mein journalistisches Volontariat gemacht, war auf der Journalistenschule. Volontariat heißt sowas wie Volontär ist ja Praktikum, nicht?
Nee, das ist quasi die aus eine, ja, ein bisschen mehr als eine Ausbildung, sag ich Okay. mal.